Die Entwickler und viele Sims Game Changer haben viele neue Infos zur neuen Landhausleben-Erweiterung veröffentlicht, die ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Viel Spaß beim Ansehen! Da im Stream auch schon viele Infos gezeigt wurden, die wir bereits kannten, werde ich in diesem Video nur auf ein paar wirklich neue Informationen eingehen, die bisher noch nicht bekannt waren. Beginnen wir zum Beispiel mit der neuen Weltenkarte, welche so aussieht. Wie wir schon vorher wussten, besteht die neue Welt Henford-on-Bakely aus insgesamt 3 Regionen mit jeweils 4 Grundstücken. Für alle, die ganz genau wissen wollen, wie groß die einzelnen Grundstücke sind, hat Simproved ebenfalls eine kleine Grafik mit allen Grundstücksgrößen erstellt. Auch das Weltensymbol könnt ihr hier sehen. Henford-on-Bakely hat mehr Charakter als so manch andere Welten, denn im Stadtkern findet ihr ein Schild mit allen Dorfbewohnern, denen ihr bei der Arbeit helfen könnt. Ihr erfahrt auch ein wenig mehr über ihre Persönlichkeit, denn sie erzählen ein wenig über sich und bieten kleinere Aufträge an, bei denen du Zutaten sowie Geld bekommst. Der Junge, der dir deine Essenslieferung vorbeibringt, beispielsweise möchte eigentlich aus dem Dorf raus und ihr müsst in anderen Welten Bilder für ihn aufnehmen. Ansonsten wurde ein weiteres neues Merkmal im Spiel bekannt gegeben, Laktoseintolerant. Mit diesem können Sims, die das Merkmal haben, keine Produkte mehr mit Milch zu sich nehmen und nur besondere Speisen ohne Laktose essen, also genauso wie im echten Leben. Wenn ihr wissen wollt, wie das neue Seetool funktioniert, wurde dies ebenfalls im Livestream vorgestellt. Nachdem ihr den Boden abgesenkt habt, könnt ihr jetzt in die Wasserkategorie wechseln und hier das Wasser auf ein bestimmtes Level einfügen. Insgesamt 6 verschiedene Wasserarten könnt ihr hier hinzufügen oder das Wasser mit Dekoobjekten, Brunnendüsen oder sogar animierten Tieren ausrüsten. Alle Auswahloptionen, die mit dem blauen Hintergrund markiert sind, sind animiert. Ansonsten kann ich euch in diesem Video ebenfalls einen Großteil der neuen Baumodusobjekte zeigen. Die Auswahl fällt mit diesem Pack leider nicht so groß aus, wie so in manch anderen Erweiterungen. Etwas schade, aber man muss auch dazu sagen, dass auf diesem Screenshot nicht die neuen Tapeten, Böden, Zäune und so weiter zu sehen sind. Ebenfalls haben die Entwickler weitere Features für das nächste Gratis-Update bekannt gegeben. So wird der Kalender, der ursprünglich mit der Jahreszeitenerweiterung eingeführt wurde, für alle Spieler in The Sims 4 gebracht. In diesem werden jetzt auch die Festivals, die in der Welt stattfinden, dargestellt. Features wie die Feiertage bleiben allerdings weiter ein exklusiver Bestandteil der Jahreszeitenerweiterung. Ebenfalls wurde das Geheimnis des neuen Symbols in der Benutzeroberfläche gelüftet. Es handelt sich hier um den Notizblock, den wir bereits schon im Spiel haben. Wenn ihr mehr über das neue Erweiterungspack erfahren wollt, konnte mein Kollege Micha von SimTimes.de das Pack bereits anspielen. Ein Link zu seinen Anspielvideos findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Dort könnt ihr aber auch die neue Landhausleben-Erweiterung für nur 32,36 €, in der Schweiz sogar nur 27,19 € vorbestellen. Und wie findet ihr die Gestaltung der Weltenkarte sowie die anderen neuen Infos? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.